Hey meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es wie immer am Ende des Monats meine Juli-Favoriten. Und normalerweise mache ich ja immer ein Top- und Flop-Video, aber da ich diesen Monat nur ein einziges Flop-Produkt habe, dachte ich mir, lohnt es sich nicht und zeige ich euch einfach mein eines Flop-Produkt hier in diesem offiziellen Favoriten-Video. Und ja, und es bricht mir echt das Herz, mein Flop-Produkt dieses Mal zu nennen, denn es ist ein Batiste-Trockenshampoo. Und ihr wisst ja, Batiste-Trockenshampoos sind für mich echt eine große Liebe. Ich kaufe die dauernd nach und habe noch nie ein schlechtes Haar an denen gelassen, aber es tut mir echt leid, aber diese Sorte, dieses Fresh hier, erfüllt einfach überhaupt nicht das, was ich von Batiste gewohnt bin. Und gerade weil hier Fresh drauf stand und es so schön aussah mit diesem blauen Design und so, dachte ich mir, probiere ich mal diese Fresh-Variante aus. Aber sie macht bei mir genau das Gegenteil. Sie erfüllt zwar seinen Job, also dass es die Haare schon ein bisschen fluffiger macht und sie so ein bisschen diesen fettigen Ansatz so ein bisschen rausbekommt, ja. Aber das Problem ist einfach, dass die anderen Batiste-Trockenshampoos tausendmal besser sind. Die geben einem nicht das Gefühl, als hätte man Trockenshampoo drauf. Und das macht das hier leider schon. Also da habe ich schon wirklich das Gefühl, die Haare fühlen sich ein bisschen angepumpter an, als sie es eigentlich sein sollten durch ein Trockenshampoo. Und bin ich leider einfach nicht zufrieden damit. Aber ich hake es einfach ab. Ich werde den Rest, der jetzt da noch drin ist, leer machen. Und ja, aber mir definitiv nie wieder diese Sorte kaufen. Aber natürlich generell immer alle anderen Sorten, die ich sehr liebe. Vor allen Dingen Original und das Blond. Ja. Und naja, es tut mir sehr leid, aber es kann ja nicht immer alles super sein von einer Marke, ne? So, und dann mache ich jetzt mal weiter mit meinen Favoriten. Und zwar möchte ich jetzt heute auch wieder einen Lifestyle-Favorit mit einfügen. Letztes Mal war es ja Taylor Swift als Musikfavorit. Und dieses Mal möchte ich eine Serie nennen, die ich schon längere Zeit verfolgt habe, dann irgendwie wieder aus den Augen verloren habe und dann wieder in mein Herz geschlossen habe. Wobei mein Herz vielleicht ein bisschen unpassend für diese Serie ist. Und zwar geht es um Revenge. Und die Serie ist einfach nur mega gut gemacht. Die ist sowas von spannend und sowas von intrigant und einfach nur extrem gut. Und ja, ich liebe die Serie. Ich schaue sie jetzt die ganze Zeit und ich bin total süchtig wieder danach. Und ja, ich kann einfach nichts sagen, außer super, super toll und schaut es euch an, falls ihr es noch nie gesehen habt. Es ist, glaube ich, was für jeden. Also selbst wenn ihr männlich sein solltet, ist es was für euch, weil es ist eine, wie gesagt, eine schon sehr intrigante Serie, die viel mit Verrat, die viel mit Lügen, Intrigen zu tun hat, viel mit reichen Menschen, die denken, sie können sich alles erlauben, so nach dem Motto. Und ja, es geht halt um eine Hauptdarstellerin, die durch diese Familie einen sehr großen Schaden zugefügt bekommen hat, ja, und es, ja, um die Hauptfamilie, um die es eben geht, um die Graysons. Und ja, es ist einfach so, die Hauptdarstellerin, sie macht sehr, sehr viele Dinge, wo man echt denkt, die hat sie doch nicht alle. Sie sollte endlich mal ihren Groll zur Seite legen, ja, und es einfach gut sein lassen, ne? Aber dann kann man sie auch wieder verstehen, weil man, ja, man versucht sich dann in dieses kleine Mädchen, das sie mal war, hier hinein zu versetzen. Und dann kann man wieder verstehen, warum sie das alles tut. Und dass sie nicht leben kann, wenn sie keine Gerechtigkeit bekommt. Und ich muss sie einfach trotzdem lieben. Also sie ist eine Person, man muss sie einfach lieben. Das geht gar nicht anders. Also egal wie böse sie ist und egal wie intrigant auch ihre Dinge sind, sie ist einfach so unglaublich brillant. Das ist echt krass. Also ich würde niemals auf diese ganzen Ideen kommen, die sie hat. Und ich wäre niemals geschickt genug, all solche Dinge zu machen, die sie macht. Und von daher wirklich einen Hut ab. Man muss diese Frau auch wirklich einfach nur sehr, sehr gerne haben. Ja, das geht, glaube ich, gar nicht anders. Und ja, das war jetzt so mein Serientipp. Also schaut euch Revenge auf jeden Fall mal an. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie und eine sehr ja, spezielle Serie. Also sie ist, glaube ich, keine 0815-Serie, das auf gar keinen Fall. Und sie ist vor allen Dingen, das ist jetzt die dritte Staffel, die ich jetzt übrigens gucke. Und die ersten beiden Staffeln, die waren auch schon sehr gut. Aber die dritte Staffel toppt jetzt schon noch einiges, ja, würde ich sagen. Okay, genau, dann mache ich jetzt noch mit dem Beauty-Favoriten weiter. Und zwar halte ich euch mal wieder eine Seife in die Kamera. Ja, ich weiß, es ist eine Seife, nichts Besonderes. Aber ich bin absolut verliebt in diese Seife. Und ich glaube, dass die vom Lidl ist. Entweder vom Lidl oder vom Netto. Ich finde hier jetzt leider nichts mehr. Genau, falls euch das jetzt irgendwas sagt, Beauty, dann könnt ihr sie ja auch kaufen. Aber mir geht es einfach um diesen Duft. Der ist einfach nur so geil. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Duftmensch und ich liebe grünen Apfelduft. Und diese Seife war einfach nur geil und sie hat auch nur 1 Euro gekostet. Nein, jetzt weiß ich, woher ich die habe. Kann nicht aus dem Lidl. Die ist aus dem
Teddy, ich weiß nicht, ob ihr diesen 1-Euro-Laden kennt, aber genau, stimmt, die kostet nämlich nur 1 Euro und die ist aus dem Teddy für 500 Milliliter echt in Ordnung und der Duft ist, wie gesagt, der absolute Wahnsinn und ja, deswegen musste ich es euch jetzt zeigen, weil ich diese Seife diesen Monat dauernd benutzt habe. Ich meine, klar, so wie man halt Handseife dauernd benutzt, aber ja, absolut verliebt. Und dann jetzt mache ich heute mit den etwas normaleren Kosmetiksachen. Und zwar einem Spray für die Haare, das ich relativ neu habe. Und zwar ist es von Glisscor, dieses Oil Nutritive für langes, splissanfälliges Haar. Die Dinger sind natürlich keine Wunderwaffe, aber ich benutze sie immer sehr gerne und wechsle da auch gerne ab. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 3 verschiedene getestet. Finde alle gut. Finde aber, das hat die größte Pflegewirkung. Also die anderen entwirren einfach gut. Aber das hier hat den größten Pflegeanteil, wahrscheinlich wirklich, weil es Oil Nutritive heißt, also wirklich mit, ja, mit Ölen und sowas. Also das merkt man schon, es ist nicht überladen. Also ihr könnt es auch ruhig in den Ansatz tun, also natürlich jetzt nicht so direkt drauf sprühen, aber schon so über den ganzen Kopf. Also mein Haar macht das nichts aus und die werden eher relativ schnell fettig, aber ja, dieses Zeug beschwert die Haare nicht und finde ich absolut gelungen. So, und dann habe ich noch was bisschen... ja, außergewöhnlicheres, an denen ich eigentlich immer vorbeigelaufen, wobei außergewöhnlich sind sie eigentlich gar nicht, aber ich bin immer daran vorbeigelaufen und zwar von Ebelin, diese Nagellack-Entferner-Pads und Moment, so sehen die aus, ich zeig das euch mal. Sind eben einfach so Pads, man könnte auch denken, also man denkt, dass sie nichts Besonderes sind, aber das erste Besondere ist definitiv dieser Geruch und hier steht auch schon drauf, fruchtiger Duft und normalerweise denkt man ja, hey, fruchtiger Duft, ne, das stimmt doch nicht, bei Nagellackentferner kann das gar nicht stimmen, bei denen stimmt es wirklich, also nehmt ihr euch mal mit, ich glaube, die kosten 1 Euro irgendwas, wenn überhaupt, oder 95 Cent, bin ich jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall nicht viel und nehmt ihr euch mal mit und die sind wirklich sehr, sehr gut. Ich bin darauf gekommen, weil Fanny Pilgrim die mal auch in irgendeinem Video hat sie gezeigt und meinte, dass die auch die Nägel sehr gut pflegen und eben der Duft auch so toll ist und das stimmt wirklich. Also erstens, klar, der Duft ist super fruchtig, wie schon gesagt, aber auch die Pflegewirkung ist sehr gut. Sie sind jetzt nicht die allergeilsten Entferner-Pads an sich, also ich würde damit jetzt nicht schwarzen Nagellack oder Glitzerlack abbekommen, das ist schon schwieriger, aber wenn ihr gerade ganz normale Farben drauf habt, ein bisschen Rosé, ein bisschen Weiß, ein bisschen Lila, also eher so die helleren, pastelligen Töne, ist damit echt kein Thema. Und vor allen Dingen, ja, die Pflegewirkung stimmt echt. Ich hatte noch nie Nagellackentferner, bei dem meine Nägel nicht ausgetrocknet werden, und sondern sogar gepflegt. Also wirklich ein Kauftipp von mir. Das ist so meine Überraschung des Monats, würde ich sagen. Und bin ich sehr, sehr zufrieden mit. So, dann ein Puder, und zwar das L'Oreal Nude Magique BB Powder. Und das ist lustig, denn ich habe das euch irgendwann mal als Flop-Produkt gezeigt. So sieht's aus. Nicht wundern, das ist jetzt hier nur noch dieses Teil hier, weil mir unten die untere Verpackung quasi abgefallen ist. Also die Stabilität ist nicht ganz so super, aber das Produkt an sich ist echt toll. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ja schon sehr, sehr viel benutzt. Und ich weiß gar nicht, warum ich es damals als Flop hatte. Ich glaube, es lag... ups. Jetzt habe ich es endgültig kaputt gemacht, verdammt. Oh nein. Na super. Irgendwie werde ich es noch retten können, aber ich weiß, dass ich es aus irgendeinem Grund damals nicht mochte. Ich glaube, mir war es irgendwie zu trocken, aber ich glaube, das lag an der falschen Feuchtigkeitspflege drunter. Klar, wenn die Haut darunter nicht genug mit Feuchtigkeit versorgt ist, dann wirkt auch das Puder nicht so gut. Aber seitdem ich eine bessere Tagescreme habe, ist dieses Puder echt Gold wert. Ich liebe das. Also manchmal auch im Sommer will ich nicht vollkommen ungeschminkt sein, sondern einfach nur dieses Puder tragen. Und dann, ja, gibt es so einen leichten, ebenmäßigeren Teint, aber eben nicht so, dass ihr denkt, oh Gott, ihr habt Make-up drauf und alles fließt euch runter bei 30 Grad. Ne? So ist es nicht. Und bin damit sehr, sehr zufrieden. Bis jetzt halt auf die Stabilität. Ne? Das ist nicht ganz so super. Na toll. So, und dann das letzte Produkt ist etwas, was mich wirklich unglaublich gefreut hat, denn es ist eine Palette, die ich von der lieben Sandylicious 0509 bekommen habe. Und zwar hat sie mir die geschenkt quasi. Ich habe ja bei ihrem Gewinnspiel gewonnen, was sie für ihre 10.000 Abonnenten gemacht hat. Und da war diese Sleek-Palette drin. Und wie heißt sie denn? Die heißt Divine Mineral Based Eyeshadow Palette. Und zwar sieht die so aus. Ich hebe euch mal den Spiegel ein bisschen zu. So sehen die Farben aus und die sind wirklich wunderschön. Also ich habe schon mit sehr, sehr vielen Farben aus dieser Palette was geschminkt. Und ich muss sagen, dass mir gerade dieser Ton hier extrem gut gefällt. Den swatche ich euch am besten mal. So sieht der aus und der ist einfach wunderschön. Der ist so toll und das ist mein absoluter Lieblingston aus der Palette. Aber generell auch die anderen Lidschatten. Also schaut mir die Pigmentierung an, die ist wirklich... wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und generell auch die anderen Lidschatten sind sehr, sehr gut pigmentiert und haben
wirklich eine schöne, ja, eine schöne Textur. Und wie gesagt, dieses Mineral Base, das merkt man auch. Und die fühlen sich ganz, ganz toll an, wenn man die hier so verstreicht. Die sind sehr weich und sehr, nicht cremig, butterig so. Und ja, ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist eine Palette, die mich diesen Monat sehr überrascht hat und in die ich mich so ein bisschen verliebt habe. Also danke, liebe Sandy, auch wenn du dieses Video niemals sehen wirst. Aber danke, dass du das in das Paket mitgepackt hast. So, das waren jetzt meine Top- und Flop-Produkte aus dem Juli. Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback und über eure Tops und Flops, was ihr so entdeckt habt, was ihr total schrecklich fandet oder total super. Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!